Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Tja, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie schnell und einfach wir ein Balkonkraftwerk bei der Bundesnetzagentur, und zwar im Stammdatenregister, ganz schnell registrieren können. Stand jetzt müssen wir es einmal bei der Bundesnetzagentur registrieren und auch beim Netzbetreiber anmelden. Dort kommen ja in naher Zukunft Änderungen auf die Betreiber von Balkonkraftwerken zu. Vereinfachungen, welche das sind, das Video seht ihr gerade oben in der Ecke. Was benötigt ihr für die Anmeldung, für die Registrierung? Erstmal eine Internetverbindung, ich mache das hier an meinem Laptop. Dann haltet ihr euch bitte die Datenblätter von eurem Wechselrichter und von den Solarpanelen, die haltet ihr euch bereit. Ich habe die Daten von meinem im Kopf, trotzdem den Tipp gebe ich euch auch. Für alle diejenigen, die der Meinung sind, ich melde das Ding gar nicht an, ich lasse es einfach so laufen. Für diejenigen habe ich einfach mal was vorbereitet. Schaut mal hier. Wer seine Mini-PV-Anlage nicht anmeldet, begeht theoretischerweise eine Ordnungswidrigkeit. Bis zu 50.000 Euro Strafe kann theoretisch hier verhängt werden. Bedenkt, wie oft ist aus der Theorie schon Praxis geworden? Meldet das Ding an, registriert das Ding, fertig. Hier steht aber auch unten drunter, in der Praxis fällt die Strafe aber wesentlich geringer aus. Meldet es einfach an, fertig. Wir öffnen ein neues Fenster. Haben jetzt hier die Google-Suchleiste und hier gebe ich jetzt einfach den Suchbegriff Marktstammdatenregister. Da taucht er schon auf. Auf den ersten Eintrag gehe ich drauf und haben hier sofort den Eintrag marktstammdatenregister.de. Und dort klicke ich jetzt drauf. Und hier haben wir jetzt herzlich willkommen. Freundlich sind sie auf jeden Fall. Wir wollen hier die Registrierung starten. Wir hätten hier noch mehrere Möglichkeiten, aber wir müssen uns hier jetzt erstmal einen Zugang, einen Account schaffen. Und dazu müssen wir die Registrierung starten. Und da gehen wir jetzt mal drauf. Wir haben jetzt hier Betreiber einer Stromerzeugungsanlage. Dort klicke ich drauf. Wir hätten jetzt hier auch noch einen allgemeinen Marktakteur, sprich einen Betreiber des Balkonkraftwerkes. Den könnten wir hier noch hinzufügen, ändern, wie auch immer. Wir wollen aber erstmal eine neue Anlage neu registrieren. Dazu gehe ich auf diesen Button. Zack. Und hier seht ihr jetzt, die Registrierung erfolgt in drei Schritten. Wir müssen ein Benutzerkonto anlegen, dann müssen wir einen Anlagenbetreiber auswählen und zum Schluss muss die Stromerzeugnisanlage, sprich das Balkonkraftwerk, auch registriert werden. Und dazu gehen wir jetzt hier unten, rechts seht ihr das, Registrierung starten. Und dort gehen wir jetzt drauf. Und hier haben wir jetzt einige Punkte, die wir ausfüllen müssen. Nehmen wir mal die Anrede her. Titel habe ich nicht, Vorname. Wie nenne ich mich jetzt hier? Fritz, Nachname Müller. E-Mail-Adresse haben wir hier, die müssen wir jetzt einmal wiederholen. TV Solution habe ich schon mal eingegeben, damit es jetzt schneller geht. So, wann bin ich denn geboren? 12.12.1912. Das hier ist im Übrigen nur ein Muster-Account. Ich werde den am Ende des Videos mit euch gemeinsam wieder löschen. Nicht, dass hier einer denkt, ich betreibe hier Schindluder mit irgendwelchen Daten. Etwas weiter runter scrollen, Benutzerkonto. Ihr könnt jetzt eure E-Mail-Adresse als Benutzernamen verwenden, empfohlen. Ich mache das jetzt einfach, ich nenne das Konto jetzt hier Fritz Müller. So nenne ich die Geschichte. Passwort. Was für ein Passwort können wir denn hier nehmen? Wissen wir nicht. Geht mal auf das I dahinter und dann seht ihr schon ganz genau, mindestens 10 Zeichen, groß, klein und eine Zahl und Sonderzeichen muss drin sein. Also, was nehmen wir hier? Kanal abonnieren. 1, 2, 3, 4, 5 und Ausrufezeichen. Können wir uns nochmal anzeigen lassen? Ja, sieht gut aus. Passwort wiederholen. Was will ich euch im Übrigen mit diesem Passwort sagen? Ich komme gerade nicht drauf. Ich wiederhole nochmal. Kanal abonnieren. 1, 2, 3, 4, 5. Ausrufezeichen. Dann geht es weiter runter, dieser Capture-Code. Den müssen wir hier einmal eintragen, damit das System sieht, wir sind ein Mensch und keine Maschine. Achtet auf die Groß- und Kleinschreibung. 5 Martha Kaufmann. Dann haben wir Dora Anton Kaufmann.
Das ist der Capture-Code. Unten die rechtlichen Hinweise und die Datenschutzhinweise habe ich jetzt gelesen. Und jetzt gehen wir hier unten rechts auf Benutzerkonto anlegen. Zack. Zack. Und jetzt wurde das Benutzerkonto erfolgreich angelegt. Jetzt kommen wir nicht weiter. Jetzt müssen wir in unser E-Mail-Account. Das System hat uns jetzt eine E-Mail geschickt und dort ist ein Aktivierungslink. Und den müssen wir klicken. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Und die E-Mail ist gekommen. Das hat jetzt so 2-3 Minuten gedauert. Und hier haben wir unten den Aktivierungslink. Auf diesen müssen wir jetzt klicken und werden dann direkt weitergeleitet. Benutzerkonto wurde erfolgreich aktiviert. Wir sind der Fritz Müller, das ist unser Benutzername. Und wir haben ja Kanal abonnieren. 1, 2, 3, 4, 5 und Ausrufezeichen. Zeige Passwort, ob ich mich verschrieben habe. Nein, habe ich nicht. Und jetzt gehen wir auf Anmelden. Nicht speichern. So, und jetzt sehen wir hier den Marktstammdaten. Zugang wurde angelegt. Das wäre Schritt 1, ist jetzt grün hinterlegt. Hier vorne seht ihr das Häkchen, wo früher die 1 stand. Jetzt müssen wir einen Marktakteur, einen Anlagenbetreiber registrieren. Wer ist jetzt der Marktanlagenbetreiber? Im Privatfalle seid ihr das selber. Und hier bei den Stammdaten des Marktakteurs, sprich Anlagenbetreiber, wer betreibt diese Anlage, habt ihr hier zwei Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr hier die Namensinformation mit Marktstammdatenregister verknüpfen, dann werden die Daten sofort übermittelt. Ihr könnt die aber auch separat eingeben. Gehen wir es mal eben durch, natürliche Person oder eine Firma, was auch immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, klickt hinten auf das i. Hatte ich gerade schon gesagt, hier ist alles nochmal richtig erklärt. Was meinen die überhaupt damit? Hier ist jetzt eine natürliche Person, Fritz Müller, geboren am 12.12. Welche Adresse nehmen wir denn jetzt? Hier natürlich die Adresse von dem Marktakteur. In dem Fall, es ist ein fiktives Konto, das wird hier gleich wieder gelöscht. 50667, wir wohnen jetzt hier in Köln. Und wir nehmen das Domkloster, Hausnummer 4. Da würde ich jetzt in unserem Beispiel wohnen. Es ist in Nordrhein-Westfalen, Köln, kreisfreie Stadt Köln. Wunderbar. Jetzt geht es hier weiter. Hier sind noch E-Mail-Adresse bei Organisationen, Unternehmen, was auch immer. Das habe ich hier alles nicht, brauche ich nicht eingeben, werde ich auch nicht eingeben. Jetzt gehen wir hier unten auf Weiter. So, ACER-Code. Keine Ahnung, was das ist. Hier ist ein I. Haus, Solardach, private Batterie, privates Betreiben, Anlagen, kein Acer-Code, nicht vorhanden, anklicken. Das kriege ich da hin, nicht vorhanden. Steueridentifikationsnummer des Anlagenbetreibers, habe ich auch nicht, braucht man nichts. Hauptwirtschaftszweig. Erzielt der Anlagenbetreiber Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder ist er angestellt? Bei Angestelltenverhältnis? Nein. Auch hier habt ihr Fragen auf das i klicken. Wenn ihr es nicht mehr wissen wollt, einfach auf das X und alles geht zu. Dann gehen wir auf Weiter. Marktakteur wird registriert. Jawohl, wir wollen den Fritz Müller hier registrieren. Sprich, wir klicken jetzt hier auf Weiter. So, und jetzt druckt euch diese Nummer bitte hier komplett aus, weil das ist eure Marktstammdatenregisternummer. Ihr könnt aber auch hergehen, einfach mit der Maustaste markieren, rechte Maustaste und dann auf Auswahl drucken gehen. Und wenn ihr euren Drucker eingeschaltet habt, kriegt ihr das sofort ausgedruckt und könnt es sicherheitshalber abheften. Ich werde mir diese Nummer jetzt hier nicht aufschreiben, weil, wie gesagt, das Konto wird gleich wieder gelöscht. Zur Startseite klicken wir an. Dann warten wir ein klein wenig und sehen jetzt, Punkt 1 haben wir und Punkt 2 haben wir auch abgearbeitet. Und jetzt müssen wir die Anlage registrieren. Und zwar auf Einheit erfassen. Plus, wir wollen ja eine neue Einheit hinzufügen. Klicken auf Einheit erfassen. Und was haben wir jetzt hier für Möglichkeiten? Spezifikation, Art der Einheit. Wir haben hier natürlich eine Stromerzeugungsanlage. Auch hier seht ihr noch einmal die Hinweise.
Art der Stromerzeugung, solare Strahlungsenergie. Klar, Sonnenenergie. Kein Hilfetext vorhanden. Okay, das ist natürlich klar. Betriebsstatus. Ist das Ding schon in Betrieb oder ist es in Planung? Wir nehmen jetzt einfach mal in Betrieb. Zack. Namen, Anzeige, Name. Hier müsst ihr jetzt aufpassen. Ihr müsst jetzt hier einen Namen angeben. Aber hier unten der Hinweis. Der Name der Einheit ist öffentlich. Wenn ihr jetzt eure, was weiß ich, Bahnhofstraße 70 in Pusemuckel hier eingebt, das ist öffentlich, das wird eure Adresse gesehen. Ich gebe jetzt hier einfach ein Balkonkraftwerk, weil das, wie gesagt, ist öffentlich. Hier, passt auf. Dann gehen wir jetzt auf die nächste Seite, unten weiter. Dort klicken wir drauf. So. Wann war die erstmalige Inbetriebnahme? Nehmen wir einfach das Datum, Standort. Und jetzt wird es interessant. Standortdaten aus dem aktuellen Marktakteur übernehmen, sprich der Anlagenbetreiber, mein Domkloster 11 in Köln. Dann kann ich das hier, indem ich draufklicke, sofort übernehmen. Ich kann aber auch hier die Adresse nochmal separat eingeben. Ich übernehme jetzt die Standortdaten aus dem aktuellen Marktakteur, weil ich wohne gerade im Kölner Dom. Ich werde den ganzen Dom vollpflastern mit Solarpanelen. Domkloster, Haus Nummer 4, das ist gut, das ist gut. Und wenn wir jetzt weiter runterziehen, haben wir hier die geografischen Koordinaten. Die Geokoordinaten, die können wir aus den Adressdaten übermitteln. Das heißt, das System möchte genau wissen, wo steht eure Anlage. Dann klicken wir einfach aus Geokoordinaten aus den Adressdaten ermitteln und sehen jetzt hier, wenn wir weiter runter scrollen, Breitengrad, Längengrad und wir sehen hier, hier wird unser Balkonkraftwerk stehen. Schauen wir mal nach, direkt am Rhein, an der Domplatte, Kölner Dom, hier wird mein Balkonkraftwerk in diesem Beispiel aufgebaut. Und jetzt gehen wir unten rechts wieder auf Weiter. Jetzt warten wir wieder ein paar Sekündchen, bis das nächste Fenster geöffnet wird. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte mit den Datenblättern. Wie viele Module haben wir auf dem Dach? Ich in meinem Falle habe 2 Module. Die Bruttoleistung der gesamten Stromerzeugungseinheit. Ich habe ein 800 Watt Balkonkraftwerk, gedrosselt aktuell auf 600 Watt. Aber achtet mal da hinten drauf. KW-Peak, Kilowatt-Peak-Leistung. Also nicht 800 Watt eingeben, sondern nur 0,8 Kilowatt gebe ich hier ein. Die Netto-Nennleistung wird vom System ausgefüllt. Und jetzt kommen wir zum Wechselrichter. Die Wechselrichterleistung ist auch in meinem Falle hier hinten in KW anzugeben. Nicht in W, in Watt. 0,8 kann mein Wechselrichter. Betreiben Sie die Solaranlage auch mit Stromspeicher? Aktuell kein Stromspeicher vorhanden. Gilt für die Solaranlage eine Leistungsbegrenzung? Bei mir ja. 800 Watt kann sie, 600 Watt darf ich. Sprich, sie fährt nur mit 3/4 Leistung, sind 75%. Jetzt klicken wir hier mal auf Bitte wählen Sie. Und ich habe hier die Möglichkeit, ja, 50%, 60%, 70%. Ich habe aber 75%, also nehme ich hier Ja auf Sonstige. Und dort klicke ich hier drauf. Weiter geht's. Die wollen auch wissen, Errichtungsort der Solaranlage. Hier haben wir steckerfertige Erzeugungsanlage, sprich ein Balkonkraftwerk steht dahinter. Da klicke ich drauf. Sind die Module einheitlich ausgerichtet? Bei mir hier beide in südliche Ausrichtung. Wenn ihr jetzt aber West-Ost-Ausrichtung habt, dann würdet ihr hier Nein anklicken. Habt ihr nur eine Ausrichtung, bei mir südlich? Ja. Und jetzt kommen wir zur Ausrichtung. In welche Richtung strahlen die Dinger? Hier bei mir in südliche Richtung. Dann den Neigungswinkel der Ausrichtung, den müssen wir hier angeben. Ideal ist 20 bis 30 Grad, sagt man, 30, 35 Grad. Ich habe hier 20 Grad bei mir. Warum, werdet ihr in dem Video sehen, wenn ich meine Anlage vorstelle. Also 20 bis 40 Grad, das klicke ich hier an. Dann haben wir Volleinspeisung, gebe ich alles an den Stromanbieter. Oder nutze ich auch irgendwas für mich selber?
Nein, Teileinspeisung, einschließlich Eigenverbrauch. Dann kann die Stromerzeugungseinheit vom Netzbetreiber ferngesteuert werden? Nee, garantiert nicht. Und jetzt haben wir hier diesen Punkt soweit erreicht. Jetzt gehen wir wieder auf Weiter. Wählen Sie aus, bei welchem Netzbetreiber die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist. Jetzt bin ich hier natürlich, in meinem Beispiel wäre ich in Köln. Ich meine, das ist die Rheinenergie, müsste dort Köln, die Rheinische Netzgesellschaft, die sind für die Anschlüsse verantwortlich. Niederspannung haben wir, vom Netzbetreiber vergebene Identifikationsnummer habe ich noch nicht. Und jetzt gehen wir hier auf Weiter unten rechts. So, hier haben wir jetzt alle Daten noch einmal zur Kontrolle. Achso, wurde für die Solaranlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung verlangt? Nein, bei Solar-, bei Balkonkraftwerken geht das nicht. Hausdach-Solaranlagen, nämlich in einer Ausschreibung. Nee, ist nicht. Wurde die Solaranlage aus Fördermitzuschuss? Nein. So, und jetzt sind wir hier komplett fertig. Wenn wir jetzt auf Registrierung abschließen klicken würden, oder das macht ihr dann natürlich, ist die Anlage gemeldet. Punkt. Ich in diesem Video gehe jetzt natürlich auf Abbrechen. Ich werde sie natürlich jetzt hier nicht registrieren. Abbrechen. Weg damit. Und um diesen Zugang jetzt löschen zu können, das mache ich jetzt extra, damit ihr das auch seht, müssen wir jetzt erstmal die Anlage, die haben wir nicht endgültig registriert, die müssen wir einmal löschen. Und zwar gehen wir hier herunter, Einheiten in Bearbeitung, Registrierung nicht abgeschlossen, unwiderruflich löschen. So, geben Sie Balkonkraftwerk zur Bestätigung, dass ich wirklich diese Anlage löschen möchte. So. Jetzt ist die Anlage gelöscht. Jetzt kann ich das Konto aber noch nicht löschen, weil ich jetzt erst den Marktakteur löschen muss. Einmal gehen wir da drauf und zwar Marktakteur erstmal ansehen. Hier haben wir die Adresse Domkloster in Kölle. Jo, 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 jo. Weitere Aktionen, da klicke ich jetzt drauf und kann jetzt den Marktakteur löschen. Löschungsgrund, falsche Eintragung des Marktakteurs. Löschen. Wäre jetzt noch das Kraftwerk hier hinterlegt, könnte ich auch diesen Akteur nicht löschen. Und jetzt habe ich dann endgültig die Möglichkeit. Marktakteur, Anlagenbetreiber, Marktakteur ist noch offen. Und erst jetzt kann ich dieses Konto hier im Marktstammdatenregister komplett löschen. Ich gehe auf Zugang ansehen. Und habe jetzt die Möglichkeit, hier oben, Marktstammdatenregister Zugang löschen. Und jetzt lösche ich diesen Zugang, fehlerhafte Registrierung, lösche alles, was ich hier gerade erstellt habe. Und der Zugang wurde erfolgreich gelöscht. Man will den Kollegen ja nicht unnötig Arbeit machen. Und jetzt zum Schluss zeige ich euch noch ganz schnell, wie ihr das Balkonkraftwerk eurem Netzbetreiber anmeldet. Das müssen wir Stand jetzt ja noch machen. Auch das ist kein Hexenwerk. Normalerweise auf den Startseiten der jeweiligen Netzbetreiber, ihr klickt euch wahnsinnig. Macht euch das viel einfacher. Macht ein neues Fenster auf. Hier in dem Falle einfach die Worte eingeben, Balkonkraftwerk anmelden. Und dann gebt die Stadt ein, in der ihr wohnt. Hier in unserem Beispiel wäre es jetzt Köln gewesen. Und dann werden wir hier sofort Rheinenergie, hier BV-Anlage und Co. anmelden. So geht's online. Hier steht jetzt ganz genau, was haben wir überhaupt vor? Erzeugungsanlage anmelden, ganz klar. Hier haben wir ein Download, können uns jetzt das Formular herunterladen. Hier in diesem Formular steht sofort alles drin, was anzugeben ist und was wir damit machen müssen. Hier ist die E-Mail-Adresse auch hinterlegt. Einspeise-anschlüsse@rheinenergie.com. Da muss das hingemeldet werden. Fertig. Das Ganze funktioniert aber auch bei anderen Städten. Nehmen wir einfach jetzt mal München. München, zack. Stadtwerke München, steckbare PV anmelden. Gebt einfach nur eure Stadt ein und ihr werdet von Google automatisch an die richtige Stelle weitergeleitet.
Hier seht ihr es, was ihr machen müsst. Balkonkraftwerke anmelden. Wie funktioniert es? Und lohnt sich. Da, hier zur Anmeldung. Schon haben wir es gefunden. Einfacher könnt ihr euch das nicht machen. Ja, das war unser Video, wie schnell man im Marktstammdatenregister ein Balkonkraftwerk anmeldet und als kleinen Bonus auch noch bei eurem Netzbetreiber. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal gleich Passwort von gerade, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.